Weil erstmal müssen wir einen Platz haben, wo wir vernünftig bauen können. Jetzt kommt hier natürlich irgendwie so ein Dirt-Berge-Biom oder wie auch immer man das schimpft. Let's start again. Moin, ihr Zabiaster und Zabiasterinnen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Modpack, was jetzt gespielt wird. Und zwar nennt sich das Ganze Minecraft StarCraft. Der ein oder andere wird es noch aus dem Livestream von damals kennen. Da hatten wir das ja schon gezockt. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich fange erstmal mit was Leichtem und Technischem an, wo ich mich schon relativ gut auskenne und wo ich auch wirklich lange was von habe. Und zwar wird dieses Modpack bestimmt, ja, jetzt eine gewisse Zeit laufen, weil mein Ziel wird es diesmal wirklich sein, endlich mal auf den Mars zu kommen. Ich war noch nie in Minecraft, generell in diesen Weltraum-Modpacks auf Mars, auch Attack of the B-Team. Der Mond war bisher so das Weiteste, was ich geschafft habe. Und ich habe mir auf jeden Fall jetzt zum Ziel gesetzt, irgendwann in diesem Modpack den Mars zu bereisen. Und deswegen hoffen wir einfach mal, dass wir das hinbekommen. So, ich werde mir jetzt erstmal zum Anfang schnell ein Schwert craften, weil hier sind echt gut Kühe am Start. Und die können wir auch gut gebrauchen, würde ich sagen. Die geben nämlich schön leckeres Fleisch, was wir dann nachher braten können. Ja, Freunde, gleich geht's los. Gleich werdet ihr zerberstet. So, jetzt nehmen wir erstmal die Werkbank wieder mit. Ich sehe auch schon auf der Karte links, da ist so eine richtig große Grasfläche, da können wir gleich mal uns auf den Weg hin machen. Ja, jetzt morpht er erstmal natürlich zu einer Kuh. Dann morphen wir uns wieder zurück. Ja, wenn ihr Fragen habt, einfach immer am besten in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dieses Modpack ja noch gar nicht kennt. Boah, ach so, das war jetzt gar kein normales Schwein. Das war irgendein anderes Schwein. Okay. Das sind auch keine normalen Slimes. Das sind irgendwelche komischen Gegner hier. Das sieht... Ah, Coconut, okay. Die kann man ja irgendwie, glaube ich, klein machen, ne? So war das. Nee. Okay, müssen wir mal schauen. Ich glaube, so essen kann ich die noch nicht. So, dann gehen wir jetzt erstmal weiter durch dieses Herbstbiom, durch das kleine hier. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall am Anfang erstmal gucken, dass ich mir irgendwie ja einen Platz suche, wo ich bauen könnte am besten und mich niederlasse. Und danach werden wir schauen, dass wir nach und nach erstmal uns mit... oh, ich weiß es noch gar nicht. Wir haben ja so viel, was wir hier machen können. Tinker's Construct, denke ich mal, wird so das mit Abstand erste sein, was ich machen werde. Mir so eine Schmiede damit aufbauen. Oh, was ist hier los? Okay, die Fläche wird geladen. Na, ich gehe erstmal weiter. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Ich erkunde erstmal das Gebiet ein bisschen. Ich will da hinten hin. Oh, daneben ist direkt so ein Aschegebiet. Das ist natürlich nicht so gut. Ich bräuchte schon ein bisschen Fläche zum Bauen, weil ich wirklich nachher ein bisschen ausrasten werde, was das Bauen angeht. Wir haben echt jede Menge zu tun. Ich freue mich schon mega drauf, weil es ist echt krass, was man in diesem Modpack machen kann. Eigentlich bin ich ja nicht so der Technik-Freak oder ja generell so der, der mit Industry Craft und so baut. Das hat echt lange gedauert, bis ich da damals mich reingefunden habe. Aber mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich sage, okay, ich kenne mich da mit diesen ganzen Technik-Modpacks aus und im Notfall habe ich ja euch noch am Start. Ihr helft mir ja auch jedes Mal. Oh, da oben scheint aber, da scheint gutes Gebiet zu sein. Schön grün auf jeden Fall. Gucken wir mal. Und ja, ich denke mal, ihr werdet mir da auf jeden Fall im Notfall helfen, wenn es nicht weitergeht. Oh, jetzt müssen wir essen. Kann man die schon essen? Ja, die geben sogar 2 Hungerkorn. Sehr geil. Ja, die sind ja nicht schlecht, die Coconuts. Da nehmen wir die auf jeden Fall öfters mit. Hier scheint es irgendwie so einen Birnenbaum oder so zu geben. Den bauen wir mal eben ab. Weil dann gibt es auch noch mal ein bisschen was zu futtern. So. Ja, ich denke mal, wie gesagt, wir werden mit Tinker's Construct anfangen. Dann werde ich irgendwann relativ zügig versuchen, auf Strom umzusteigen. Da gibt es ja jede Menge. Mein Lagersystem werde ich mir wieder aufbauen, mein großes, damit ich auf jeden Fall sehr viel einlagern kann. Ach, ein Kiwi-Baum ist das, okay. Und den Vorteil, den ich jetzt habe, so erstmal mit YouTube, das Ganze läuft dann halt so, dass ich auch mal hingehen kann und mich in Ruhe vielleicht vormittags oder morgens informieren kann über das Modpack. Das ist die geile Sache schon mal. Und ja, wenn das Ganze gut ankommt und ihr da Bock drauf habt, werden wir gucken, dass wir einmal in der Woche vielleicht so einen Tag ausmachen, wo ich 2 Stunden vielleicht Minecraft StarCraft auch wieder streamen werde. Je nachdem, was für einen Andrang das Modpack findet. Ich hoffe, ihr habt da richtig Bock drauf. Und ich gucke jetzt, dass ich erstmal hier diesen Baum abgebaut kriege wieder. Dann gibt es nämlich auch wieder ein paar Kokosnüsse. Essen ist auf jeden Fall eine wichtige Sache und ich will das Fleisch jetzt nicht einfach unnötig so roh essen. Wir haben auch jetzt weiter nordöstlich, wenn ich jetzt so ein bisschen schräg hochlaufe, so wie ich jetzt schaue, da haben wir auch wieder irgendein flaches Biom, wenn ich das sehe. Sieht so ein bisschen herbstlich aus. Also wir werden uns auf jeden Fall mit der Suche nach einem Platz jetzt erstmal beschäftigen, weil der ist wirklich sehr wichtig, ein guter Bauplatz. Weil ich brauche wirklich viel Platz. Alleine schon, weil ich später auch so eine Rubberwood-Baumfarm
anlegen muss. Weil ich brauche sehr viel Rubber später für die ganzen Kabel und so ein Kram. Da müssen wir auf jeden Fall schauen. Hier haben wir eine Kuh nochmal. Ich will jetzt nur nicht alle töten, obwohl, wenn ich später mich in eine Fledermaus verwandeln kann, dann kann ich ja auch mit so einem Safari-Ball mir die ganzen Viecher eh sammeln. Ja, die Hüte funktionieren, glaube ich, nicht in diesem Modpack leider. Das spinnt ein bisschen rum. Ja, man kommt da nicht rein. Ist ein bisschen schade, aber gut. Müssen wir halt mit leben, ne? Ich meine, die Hüte sind jetzt nicht das Wichtigste. Wichtig ist, dass einfach so das Modpack funktioniert. So. Oh, da haben wir dieses, Ich glaube nicht, dass das direkt Getreide ist. Das war doch dieses... Ah, wie nennt sich das nochmal? Oder ist das normales Getreide? Barley, genau, Barley. Das kann man ja zu diesem... Pulver machen, oder? War das nicht so? Dass man daraus so ein Pulver machen konnte? Ich weiß es nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken. Oder war das so? 3 Stück rein? Nee. Irgendwie konnte man daraus... Ich weiß nicht mehr wie. Ja, ihr könnt es mir, wenn ihr es wisst, in die Kommentare schreiben. Man konnte aus dem Barley auf jeden Fall irgendwie so einen Pulver machen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was davon mitnehmen, weil hier gibt es bestimmt auch Seeds davon, ne? Oder? Auch nicht. Aber hier ist direkt so ein... Ich sag jetzt einfach mal Barley-Biom, wo ich richtig viel Getreide kriege. Weil daraus kann ich ja dieses Brot machen. Zur Not muss ich mir normales Getreide hier rausmachen. Aber ich meine, daraus konnte man irgendwie so einen Teig machen und den musste man dann abbacken und dann hat man direkt Brot bekommen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie ich das gemacht hatte. Ich glaube, ich musste dafür extra eine bestimmte Crafting-Station oder so bauen. Ich meine, ich habe ja hier dieses Fenster... Ah, genau, ich muss auch noch was einstellen hier. Moment. Wo war das denn? War das Inventory? Ja, genau. Receipt Mode wollten wir hier. Nur, dass ich die Rezepte mir anzeigen lassen kann. Falls ich mal weiß, wie etwas nicht funktioniert, kann ich das ja nachgucken zur Not, wie man es baut. Aber man hat aus diesem Zeug irgendwie so eine Art Pulver herstellen können. Da bin ich mir sowas von sicher. Ich nehme davon jetzt erstmal ordentlich was mit, so ein Stack. Ich meine, ich weiß ja jetzt, wo das Biom ist. Zur Not kann ich hier jederzeit auch wieder hin. So, erstmal alles mitnehmen. Sehr geil. Ah, wir haben aber noch nicht ganz einen Stack. Brauchen auf jeden Fall ein ganzes Stack davon. Das ist am besten. So, noch eins nehmen wir mit. So, dann esse ich erstmal Kokosnüsse. Ja, da hinten scheinen auch irgendwie schon... irgendwelche Biome oder so zu sein. Da hinten ist ein roter Baum. Wir laufen jetzt einfach mal hier durch dieses Feld. Also ihr seht, hier gibt es auf jeden Fall mehr als genug. Wenn ich hier einen Wassereimer habe, dann kann ich hier schön farmen. Da müssen wir mal schauen. Oh, hier ist sogar eine Schlucht. Sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Also da gibt es auf jeden Fall ordentlich Erze. Das werdet ihr auch später, für die Leute, die das Modpack nicht kennen, noch feststellen. Es wird hier sehr, sehr viele Erze geben. Deswegen ist auch so ein automatisches Sortiersystem direkt am Anfang fast schon so mit Abstand eine der besten Lösungen. Weil dann habe ich direkt die Ruhe vor dieser Sortiererei. Das ist echt grausam bei mir dann, bei so einem Modpack. Da müssen wir halt wirklich schauen, dass wir da relativ schnell nachziehen, dass wir da unsere Sortiermaschine bauen. Aber erstmal müssen wir einen Platz haben, wo wir vernünftig bauen können. Jetzt kommt hier natürlich irgendwie so ein Dirt-Berge-Biom oder wie auch immer man das schimpft. Ich meine, hier waren doch die Namen von den Biomen. Das hier heißt einfach nur River. Ah, nee, da. Okay, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Pasture? Ich weiß es nicht. Aber hier haben wir so ein Bergbiom. Das ist natürlich nicht so gut. Da würde ich ungern jetzt bauen wollen. Ich muss gucken, dass ich irgendwie so ein Biom finde, wo einfach nur ein bisschen Wiese ist und sehr schön flach, so ein Flachlandbiom. So, dann gehen wir mal... Oh, vorsichtig, weiter. Gar nicht so leicht, so einen Platz zu finden, wo man sich einsiedeln kann. Da müssen wir wirklich mal schauen. Ich gehe mal jetzt hier lang. Zack, zack, zack. Boah, aber das ist echt viel, was ich hier habe. Also über Essen muss ich mir, glaube ich, keine Sorgen mehr machen. Ich glaube, das wird für die nächsten paar Folgen auf jeden Fall reichen. So, wir nehmen noch die Büsche hier mit. Das ist auch immer eine gute Sache. Das sind, glaube ich, diese Himbeeren, ne? Ja, Himbeeren. Sehr schön. Da kann man nämlich den Hunger vorausessen. Das werdet ihr gleich sehen. Ich werde nämlich jetzt direkt von denen mir ein paar reinpfeifen. Und die ganzen Gebüsche schon mal mitnehmen. Weil wenn man die hat, das ist mega, mega gut. Die sind richtig nice, die Teile. Sehr schön. So. Dann essen wir jetzt einmal die Kokosnuss. Zack. So, und dann können wir uns die hier alle reinballern. Bis zum geht nicht mehr. Nom, 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 nom. Und jetzt wird der Hunger etwas länger anhalten, bis der weg ist.
Jetzt haben wir hier so ein paar, sag ich mal, unsichtbare Hungerkeulen generiert. Jetzt kann ich echt was länger rumlaufen. Lass mir da jetzt nicht so einen Kopf machen. Ah, was haben wir denn hier hinten? Sandbiom ist auch sehr wichtig. Bräuchten wir auch für Tinkers Construct auf jeden Fall. Das heißt, wir haben hier schon mal in unmittelbarer Nähe Sand. Wir haben sehr viel Essen. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Und hier hinten ist irgendwie noch so ein Biom. Ich weiß nicht, was für eins. Aber das sieht schon mal sehr grün aus. Ist aber auch so ein bisschen mit Bergen. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Wir gucken mal. Das ist bestimmt dieses komische Witcher-Biom. Da spawnen ziemlich viele Hexen. Meine ich. Wenn ja, dann ist das ein bisschen doof. Dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt direkt hier bauen. Hier sieht es auch aus, als wenn es wieder eine Schlucht gäbe. Ja. Oh, hier sind sogar viele Schafe. Oh, jetzt bin ich hier irgendwo in ein Loch reingefallen. Machen wir erstmal hier weg. So, zack. Ja, das sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Vielleicht ist es das doch nicht, was ich dachte. Und hier könnte ich vielleicht gut meinen Platz errichten. Ich meine, das Wasser soll mich nicht stören. Das kann ich ja zur Not mit der Zeit ein bisschen füllen. Ich kann ja auch zur Not hier ein bisschen was abbuddeln und schön das ganze Land etwas flacher machen. Und ja, hier scheint auf jeden Fall richtig gut Platz zu sein. Also hier könnte ich, glaube ich, gut sesshaft werden. Definitiv. Würde ich auf jeden Fall mal behaupten so. Ja, das sieht auf jeden Fall, das ist super. Hier habe ich echt sehr viel Platz zum Bauen auch. Und ich kann mir das ja alles so ein bisschen herrichten, wie ich das gerne hätte. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, werden wir dieses Gebiet zum Bauen jetzt demnächst benutzen. Und werden dann auch gucken, dass wir relativ zeitnah uns hier ein Gebäude errichten, wo wir erstmal drinnen sicher sind vor den ganzen Monstern. Und ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, immer was ich so am besten in dem Modpack machen soll als nächstes. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Mods, wo ihr sagt, boah, Kevin, macht das irgendwie Industry Craft oder Galactic Craft, irgendwas, was ich machen soll, was mir richtig viel bringen würde, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall jetzt eine Bewertung da lasst, ob ihr euch freut, dass wir dieses Modpack dann jetzt zweimal die Woche, werde ich das wahrscheinlich hochladen immer. Wenn wir das spielen, ist halt etwas technisch lastiges, ist nicht für jedermann gedacht. Ich habe vor, noch ein Adventure-Modpack zu machen, vielleicht wird es sogar Hexit werden, da bin ich noch am überlegen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft StarCraft. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, ihr Zerberster und Zerbersterinnen. Tschüss!